Dein Fahrrad wurde vor dem Versand durch unsere Techniker vollständig zusammengebaut. Alle Komponenten wie Bremse und Schaltung wurden bereits eingestellt. Für den Versand wurde der Lenker um 90 Grad gedreht, um einen platzsparenden und sicheren Versand zu ermöglichen. Im Zubehörkarton findest du alle benötigten Anbauteile und Beschreibungen. Entnehme die Kartonteile und, das Beste zum Schluss, dein nagelneues Radon-Bike. Zerstöre nicht das Verpackungsmaterial und werfe es nicht weg. Es wurde extra für eine mehrmalige Nutzung konzipiert. Entferne alle Verpackungsmaterialien. Gehe mit Schneidewerkzeug sehr vorsichtig um. Achte darauf, die Beschichtung deines neuen Fahrrads nicht zu beschädigen. Drehe den Lenker um 90 Grad gerade, richte den Lenker korrekt aus und ziehe die Vorbauschrauben gemäß den Herstellerangaben fest. Diese findest du direkt auf den Anbauteilen angebracht oder in den beiliegenden Bedienungsanleitungen. Ein korrektes Anzugsmoment ist wichtig, da sowohl zu festes als auch zu loses Anziehen zu Materialversagen führen kann. Nun kannst du die Pedale montieren. Achte aufgrund der unterschiedlichen Gewinderichtungen auf die Markierungen des jeweiligen Pedalherstellers, zum Beispiel durch Einkerbungen, Aufdrucke oder Rillen, in der Regel am linken Pedal. Das in Fahrtrichtung rechte Pedal mit Daumen und Zeigefinger festhalten und im Uhrzeigersinn festdrehen. Bei dem linken Pedal muss das Pedal aufgrund des Linksgewindes gegen den Uhrzeigersinn festgedreht werden. Fette die Gewinde der Pedale vorher gut ein. Schraube jedes Pedal vorsichtig per Hand ein und ziehe dieses am Ende mit Hilfe eines Pedalschlüssels mit ca. 35 Newtonmeter, also kräftig, an. Achte bei der Montage sorgfältig darauf, dass das Pedal nicht verkantet und leichtgängig eingeschraubt wird. Bei Carbonkurbeln und einzelnen Aluminiumkurbeln muss bei der Montage eine Unterlegscheibe montiert werden, da sonst die Kurbelarme beschädigt werden können. Die hierfür nötigen Informationen findest du in deinen Unterlagen. Dein Fahrrad ist nun fahrbereit. Federelemente müssen noch gemäß den beiliegenden Unterlagen, deinen individuellen Fahrgewohnheiten und dem Körpergewicht angepasst werden. Sollte dein neues Bike über Luftfederelemente verfügen, benötigst du hierzu eine Dämpferpumpe. Diese erhältst du in unserem Online-Shop. Bei Federgabeln mit einer Stahlfeder kannst du durch Drehen der Einstellschrauben die Vorspannung sowie die Federhärte einstellen. Auch die verbaute Lichtanlage sollte regelmäßig auf Funktion überprüft werden, um eine sichere Fahrt auch bei Dunkelheit zu gewährleisten. Bei der Beladung des Gepäckträgers solltest du die maximale Zuladung nicht überschreiten. Achte zudem stets auf eine sichere Befestigung deines Gepäcks. Radon E-Bikes besitzen einen kräftigen Bosch-Antrieb mit einem langlebigen, herausnehmbaren Lithium-Ionen-Akku, welcher platzsparend und abschließbar im Rahmen integriert ist. Der Akku ist werkseitig bereits vorgeladen, also startklar für eine erste Probefahrt. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte der Akku nicht bei tiefen Temperaturen geladen oder gelagert werden. Um den Elektroantrieb zu aktivieren, setze die Bedieneinheit in die dafür vorhergesehene Lenkerhalterung und drücke den On-Off-Schalter. Du kannst nun zwischen diversen Leistungsmodi wählen und verschiedene Parameter wie Tageskilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit oder Gesamtkilometer einstellen. Denke daran, die Reichweite hängt stark von der eingestellten Leistungsstufe, dem Fahrergewicht sowie dem Gelände ab. Daher sollte die Unterstützung durch den Elektroantrieb nur so stark eingestellt werden, dass eine entspannte Fahrt möglich ist. Schlage den Lenker einmal komplett nach rechts und links ein. Bringe dann an den Kontaktpunkten von Leitungen zum Rahmen die mitgelieferten, transparenten Schutzaufkleber an, um Scheuerstellen zu vermeiden. Lese dir vor der ersten Ausfahrt die mitgelieferte Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Mache dich sowohl mit der Technik als auch den Wartungsintervallen vertraut. Die Erstinspektion sollte nach maximal 300 km Laufleistung und innerhalb der ersten 4 Wochen nach Erhalt des Bikes durch eine Fachwerkstatt erfolgen. Hier werden unter anderem alle Schraubverbindungen überprüft, die Schaltung nachjustiert und die Speichenspannung kontrolliert. Beachte, dass Fahrräder sowie alle technischen Produkte einer regelmäßigen Wartung bedürfen. Überprüfe dein Fahrrad vor jeder Fahrt auf Funktionstüchtigkeit und Verkehrssicherheit. Viel Spaß mit deinem neuen Fahrrad!